Das waren zwei Mieteinheiten, unten eine Mietwohnung, oben eine Mietwohnung, also drei Generationen unter einem Dach. Und weil meine Mutter eben gearbeitet hat, das war ein Schichtbetrieb immer, also mit drei und dann später zwei Schichten, hat meine Großmutter viel mit mir zu tun gehabt. Also die hat den Buben sozusagen ein bisschen unter ihre Fittiche genommen. Und meine Großmutter war für mich eine unglaublich prägende Persönlichkeit. Ja? Eine ganz einfache Frau, wie man so schön sagt. Und von meiner Großmutter habe ich zwei Dinge, ich viel mehr gelernt, aber zwei Dinge, die ich sagen will. Das eine ist sozusagen, dass einfache Leute einfach sind, aber nicht dumm. Und ich glaube, dass das etwas ist, was in der Politik und bei denen, die sich für was Besseres halten, sich nicht unbedingt herumgesprochen hat. Weil sonst kam man nicht auf die Idee, sich selber für was Großartiges und die einfachen Leute für Böbel zu halten. Einfache Leute sind einfach, aber sie sind nicht dumm. Das ist etwas ganz, etwas Wesentliches und ich habe einen riesen Respekt vor diesen einfachen, bodenständigen Leuten, die das Herz am rechten Fleck haben und noch ein ordentliches Bauchgefühl, die noch nicht vollkommen verbietet und vollkommen verblödet sind, ja, durch eine Massenbeeinflussung, wie sie leider bei den Eliten, bei den Selbsternannten, gang und gäbe ist. Und meine Oma hat mich sehr beeindruckt mit ihrer Herzlichkeit und ihrer Zufriedenheit. Die Frau hat eigentlich nicht viel gehabt, ist nirgendwo umeinander gekommen, ja. Aber die war von innen her zufrieden. Und das hat mich unglaublich beeindruckt. Und manche sagen, sie war auch sehr, sehr schlagfertig und sie sagen, das soll ich von ihr geerbt haben. Mag sein, mag sein. Der zweite Satz von meiner Oma war, sie hat gesagt, du merkst da eins, unten stehen wir alle an und oben keiner. Und sie hat damit nicht die Körpergröße gemeint, sondern sie hat gemeint, Achtung vor Leuten, wo nie genug ist. Ja? Also dieses Bemühen, immer mehr zu haben, das wird nie jemand erreichen. Man muss sich umgekehrt orientieren. Man muss eine Zufriedenheit entwickeln, sozusagen in der Verankerung und in der Bodenständigkeit. Das habe ich mir auch als seine Lebensweisheit mitgenommen und versucht, das auch in der Politik umzusetzen.